Determinante bilden. Da gibt es auch naja, Trickverfahren. Nach Gauß macht man das auch. Man bildet hier unten, aber das erkläre ich jetzt nur ganz grob und verweise auf ein Video. Kleinen Moment. Also ein Videoverweis. Den mache ich im Allgemeinen unten rechts. Video dazu. Kann auch eine ganze Playlist drin stehen, und man sucht sich das dann raus. Und zwar hier links unten lauter Nullen bilden. Und wichtig, den Mist mitziehen. Hier hinten die Einheitsmatrix hinschreiben und die wird sich dann auch verändern. Die stimmt dann nicht mehr. Da steht dann nicht mehr 0, 0, 1 oder sowas, dann steht dann durchaus minus 1, 3 oder irgendwas. Also die Einheitsmatrix mit verändern, simultan mit verändern. Deswegen sagt man auch Simultanverfahren. Dann steht, wenn ich jetzt hier fast eine Einheitsmatrix habe, ich habe hier was dazwischen geschmiert, dann steht hier meinetwegen, jetzt mache ich mal, das ist falsch, was ich hier hinschreibe. Ich schreibe es mal in Rot hin. Hier steht meinetwegen 5, minus 3 und 8. Und hier hinten hat sich meine bisherige Einheitsmatrix total verändert. Dann kommt jetzt die letzte Überwindung. Da muss ich die ganze Zeile durch 5 teilen, weil dann wird 5 durch 5 hier eine 1 draus. Und die nächste Zeile teile ich durch minus 3. Dann wird hier auch eine 1 draus. Und diese Zeile teile ich natürlich durch 8. Und dann wird hier auch eine 1 draus. Und das muss ich aber wieder für alles machen. Und dann habe ich hier plötzlich meine inverse Matrix stehen. Aber erst dann, wenn hier auf der Seite echte Einsen hier drüben stehen. Aber wie gesagt, da mache ich einen Videolink dazu hin. Das geht viel schneller. Also Thema war, na, Trick möchte ich gar nicht sagen, nennt sich Trick, um inverse Matrix zu bestimmen. Matrix zu bestimmen. So, das sei sozusagen die Überschrift. Aber wie gesagt, da mache ich einen Videolink hin und da wird das nochmal schön erklärt. Und üben, selber hinschreiben macht schlau, dann klappt das auch. Und hier überwinden, ne? Hier oben nochmal Nullen hinzuschreiben. Gut, mache ich das auch dicht. Das sind also viele Aufgaben jetzt zum Üben. Wir sehen uns dann morgen. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ich mache mal das Video, pausiere ich erstmal. Gut, was dann alles noch zu tun ist, das werde ich hier in den Links unterbringen. Das Video ist vorbei.